Beim Lask gab es einige Verletzte und daher nur die Außenseiterrolle. Trainer Dietmar Constantini versprach aber dennoch eine super offensive aufgerichtete Gemeinschaft. Ja, da haben wir also Dietmar Constantini erst seit zwei Wochen neuer Lask-Trainer. Der Ex-Teamchef und auf der anderen Seite Felix Lask ebenfalls ein extra Teamchef. Gute Stimmung im Winterstadion, 7500 Zuschauer, hier der Stahlanhang und der Lask-Anhang. Galas mit dem weißen Leibchen von links nach rechts, hier mit einem Fehler von Patrikiewicz. Probleme gleich in der Abwehr und Schicki Gruber vor dem anstürmenden Emi. Beim Lasten brach gesperrt, Kuja und Grüner als Fäden, also drei Stammspieler, auf der anderen Seite der total komplett. Sieht man davon ab, dass die Glaske doch entschlossen hat, wichtig aufzustellen und nicht im Rekord. Beide Mannschaften mit weißen Sturmspitzen und das ist der dritte, Ex-Teamchef, nämlich Alfred Riedl, der Papa-Tee-Trainer. Glitzer, Glas am Drücker, hier über Spitzer. Lupsch und erstmals kann sich Klaus Lindenberger auszeichnen, der ja 10 Jahre lang sein Lass gespielt hat. Glitzer Nummer 10, das ist Andi Lupsch. Eckball, hier ist Glas, hier ist Riedl. Gute Möglichkeit von Spitzer. Nach wie vor 0:0. Viele Szenen immer mit auf Feld, viele Härteeinlagen, aber auch gute Tormöglichkeiten. Der Lask jetzt mit auf Feld deutlich stärker, kommt zu besseren Möglichkeiten, Kegelwitz. Und der verzieht. Christian Kegelwitz mit einer großen Laufbahnarbeit, hinten unvorsichtig und dann Hochmeier. Fehler da wäre, Lindenberger darf den Ball nicht in die Hand nehmen. Und da stößt das Bisser wieder. Aber weder gelbe Karte, noch Freistoß oder gar Elfmeter. Match war zweit. 63. Lisa David, 24 Mal hat der Lask gewonnen, 22 Mal Stahl. Und wieder Klaus Lindenberger nach dem Kegelwitz-Eckball. Dann aus Versehen heraus wieder Spitzer. Wieder Spitzer. Viele Duelle, wie gesagt, im Mittelfeld. Holland, Packhol. Der Stahl kann sich ganz selten jetzt aus der Umklammerung befreien. Freistoß von Packhol selbst geschossen. Guter Freistoß. Und der Schicki Gruber beim Last derzeit mit abgezeichneter Form Peter Packhol. Dann Keller. Dann geht der Ball an Hochmeier. Und Lindenberger vor dem anstürmenden Flug. Das war Patrikiewicz. Kittwitz, der Mann, der etwas überraschend heute nominiert war. Fehler dafür, Lupsch. Und verzogen, Schneidner war dazwischen. Noch immer 0:0. Dann rechts für der letzte Stahl, Emil, fällt mit einer Zerrung aus. Den kommt stumpf, der noch weit von seiner Festform entfernt. Achol, Keller. Richtig. Und Gaga, der Libero, der letzte Stahl. Schneidner, in die rechte Seite, versucht Stahl immer wieder das Spiel zu machen. Ittich. Achol, nochmal Achol, die Riesenchance zum 1:0. Für die Stahlmannschaft, aber Peter Packhol verdient zweimal. Ja, der ärgert sich natürlich. Weiterhin 0:0 im 63. Lisa David, Dietmar Constantini, immer wieder an der Auslinie, die Anweisungen für Catania. Dann Schneidner. Fehler, Sandlinger, Spitzer, Harald Spitzer. Solo über 40, 50 Meter, Schuss von Spitzer und Tor! 1:0 in der 45. Minute, ein Aufsichter. Und ausgerechnet Harald Spitzer, der der letzte Saison beim FC Stahl war, jetzt was anderes ist das Tor. Lindenberger ist dichter Spitzer verstellt gewesen, Aufsichter und ausgerechnet also Harald Spitzer in der letzten Saison bei Stahl macht das Tor. Und sorgenfalls natürlich bei Trainer Felix Sasse. Die zweite Spielhälfte läuft. Schneidner
Jetzt muss Stahl einfach Druck machen. Mannschaft ist im Rückstand. Stahl ist als Außenseiter in das Match gegangen und schickt Gruber vor dem Anstürmen in Stumpf. Aber meistens in den letzten Jahren hat ja der Favorit von der Außenseite gewonnen. Freitag Gaga. Rackhold und Kern ist da etwas zu kurz gekommen. Jetzt ist der Stahl deutlich besser, deutlich stärker. Postjako. Und der Pass auf Kern. Und wieder gut herausgekommen von Rüdiger. Und Rüdiger Schatzke. Und Hochmeier. Hegewitz. Macht das sehr geschickt mit dem Außendreh. Guter Schuss von Christian Hegewitz. Der das um und auf der Winter immer wieder. Ihn berührt das sehr wenig. Nach wie vor 1:0 für Verlust. Aber letztes Mal macht es Rackhold. Kern. Und aus dem Hinterhalt. Und er verzieht. Einige Nervosität jetzt in der Stahlmannschaft. Will einfach nicht laufen. Gager wird offensiver. Der Fahrer wird immer wieder sehr gut. Der Regisseur sehr gut geschattet. Und der Last natürlich mit Konterschausen. Lux und diesmal keine Probleme für Lichtenberg. Dann die Fahrer hier im Duell mit Cardaglia. Aus dem Hinterhalt wieder Kern und die Riesenausgleichschance für die Stahlmannschaft. Aber weiterhin 1:0 für den Last. Wieder Postjako. Bleibt Jan Kegewitz hängen. Und wieder einer der Konterschaufenstag. Diesmal wieder Spitzer. Und glänzend reagiert von Klaus Hinsberger. Match geht in die Schlussphase. 1:0 für Stalag. Bitte drüber. Auf Kegewitz. Alles ist offen. Alle Startspieler vorne. Lux, was soll er machen? Die 92. Minute läuft und Tor. 2:0 in der 92. Minute. Der Last gewinnt also dieses 63. Derby mit 2:0. Der Außenseiter hat sich wieder einmal durchgesetzt. Jetzt aus anderer Sicht. Kegewitz, Tieflug völlig frei und der donnert den Ball unter die Querlatte. Die Stahlkabine blieb leider versperrt. Daher nur Interviews vom Last. Der Athletiker gewinnen also mit 2:0 hier der ausgezeichnete Schiedsrichter wieder. Abgegeben vom FC Stahl Linz und dann gegen diesen Verein im Dresdner Flask das wichtige 1:0 geschossen haben, ist das eine große Genugtuung? Ja, selbstverständlich. Gerade gegen den Elfclub Stahl Linz hat es mich natürlich sehr gefreut und ich wollte natürlich unbedingt meinen Club jetzt Flask mit voller Kraft unterstützen und es war mein erstes Tor in der Saison beim Last und ich bin sehr glücklich darüber. Ja, es war mein erstes Stadion und ich finde es überglücklich, dass ich das sehr gewonnen habe. Zwei verschiedene Spielhälften in Summe ein verdienter Sieger Last? Ich glaube schon. Ich glaube, dass meine erste Halbzeit initiativer waren wie Stahl Linz. Die zweite Halbzeit war Stahl Linz besser, sie haben uns in die Defensive gedrängt. Sie sind uns aber entgegengekommen, indem sie jeden Ball eigentlich hoch in den Strafraum von uns gespielt haben. Ich glaube, wir haben hinten sehr gute Kopfballspieler, die eigentlich die Sache meistens bereinigt haben, sind dann zwei, dreimal wir sehr gefährlich vor das Tor gekommen, durch Konter und so gesehen ist das verdient, glaube ich, das 2:0. Zu Spiel 5, also Steve Eins und der Dietmar Konstantini, der kann wirklich sehr zufrieden sein. Die anderen Spiele in der Aufstiegsrunde, Ried gegen Mödling 0:1, den einzigen Treffer erzielte Wurz in der 17. Minute vor 3000 Zuschauern. Und GRK gegen DSV Leoben 2:2, die Leobner führten da schon, oder die Donauwitzer, mit 2:0, dann gelang aber dem GRK durch zwei Treffer von Hütter noch der Ausgleich. Schachner hatte beide Treffer für DSV Leoben erzielt, Reichholz von DSV Leoben da die rote Karte. Ein Spiel folgt morgen, nämlich Favoriten AC gegen Sturm um 10.30 Uhr auf dem Kapazitäten. Die Tabelle, Mödling hat sich etwas abgesetzt, dahinter ein dick gestaffeltes Feld, nur Marco Polo Ried etwas abgeschlagen. Im unteren Playoff die Ergebnisse Oberwart gegen LUV Graz, ein vor allem